Mommy's not here right now, and we don't know why. We fear how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise Mama's gonna be alright. Hallo du alte Bumsbirne und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute der 29. Spieltag. Mainz 05 gegen den FC Bayern München. Viel Spaß. Nachdem wir im letzten Heimspiel gegen Werder Bremen mit 2:2 verloren haben und in Köln einen Punkt mitnehmen konnten, geht es heute daheim in Mainz gegen den Tabellenführer, den FC Bayern München. Aber wie immer zuerst den Blick auf die Tabelle. Wir sind seit unfassbaren 9 Spielen ungeschlagen und liegen mit 42 Punkten auf Platz 8. Somit sind wir punktgleich mit Eintracht Frankfurt, die auf Platz 7 liegen. Leverkusen liegt auf Platz 6 mit 44 Punkten und hinter uns lauert der VfL Wolfsburg mit 40 Punkten. Also alles sehr sehr eng in dieser Saison, was es umso spannender macht im Kampf um die Plätze für Europa. Mit dem FC Bayern München haben wir heute einen der stärksten Mannschaften in Europa zu Gast. Auch wenn sie diese Woche gegen Manchester City im Viertelfinale der Champions League rausgeflogen sind. Nach dem Trainerwechsel vor ein paar Wochen steht Tuchel jetzt schon sehr unter Druck. Aus allen Pokalen rausgeflogen, so einen Einstand braucht wirklich niemand. Und deshalb denke ich, wird es heute ein umkämpftes Spiel geben. Zumal die Bayern in der Bundesliga in den letzten Spielen auch Punkte liegen ließen. Die Bayern sind mit 59 Punkten Tabellenführer, allerdings ist der BVB mit 57 Punkten den Bayern dicht auf den Fersen. Auch Union Berlin mit 52 Punkten und RB mit 51 Punkten sind noch in Schlagdistanz. Wenn wir heute in Mainz gegen die Bayern ein Unentschieden rausholen würden, wäre ich schon sehr zufrieden. Ich hoffe auf ein 2:2, mein Spieltagstipp ist allerdings diesmal eine Niederlage und zwar ein 1:3. Wenn du nur die Tore dieses Spiels sehen willst, dann klicke einfach oben rechts auf das i, komm aber wieder zurück, okay? Das Stadion ist heute wie auch gegen Bremen wieder ausverkauft. Einfach geil, eine volle Kurve zu sehen. Kommen wir nun zu unserer heutigen Aufstellung. Und hier ist die Startelf der Bayern. Ich bin schon auf meinem Plätzchen, mein Enblock. Wie habe ich dich vermisst? Beim Spiel Deutschland gegen Peru vor ein paar Wochen saß ich mal im F-Block. Und ganz ehrlich, da muss ich auch nicht mehr sitzen. Lieber im Block oder stehen. Aguk Emoldo, de Schiri und sei humble manners. Das wird nix, das sehe ich schon. Kannst dir sagen, was dir willst, da guckt ja Schepp. Wie will der da ständig Pfeife? Das kann ja was werden heute. Wir sind mal gespannt am Nakoi. So, und jetzt viel Spaß beim Spiel.
Video euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben und wenn du nicht genug von der Scheiße hier bekommen kannst, dann abonniere doch einfach kostenlos, weil er einfach auf Ehrenbruderbasis angelehntes Abo schmeckt am besten. Haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Spielkarte Rotes Herz. Tschüss.